Hallo und herzlich willkommen von der Düsseldorfer Schadowstraße. Die Schadowstraße wird bald wieder eine der frequenz- und umsatzstärksten Einkaufsstraßen in ganz Deutschland sein. Der Grund dafür? Die Schadowstraße hat ihr Gesicht verändert. Während hier vor einigen Jahren noch viele Bahnen passierten, sind diese mittlerweile unter der Erde verschwunden. Das Ergebnis? Platz. Wir haben viel Platz auf der Schadowstraße. Wir sind gespannt, wie sich das auswirken wird, gerade in den Sommermonaten, wenn das Leben auf die Straße zurückkehrt. Wir sind auch gespannt, was hier passieren wird in der ehemaligen Kaufhofimmobilie. Von einem 150 Meter hohen Hochhaus bis hin zu einem neuen Standort für die Oper am Rhein wird vieles diskutiert. Warten wir es ab. Und jetzt geht's weiter. Wir machen eine Tour über die ganze Schadowstraße. Das hier war Standort Nummer 1. Jetzt sind wir mitten auf der Schadowstraße. Hier können wir nochmal erleben, was der Platz uns für Chancen bietet, denn hier wurde viel Aufenthaltsqualität geschaffen. Durch neue Sitzmöbel, die auch Farbe ins Spiel bringen, durch neue Begrünung, die leider noch nicht ganz grün ist, durch neue Beleuchtung. Neben den Investitionen im öffentlichen Raum gab es auch Investitionen aus privater Hand, gibt viele Neubauten, sodass auch das ganz gut korrespondiert mit dem, was hier im öffentlichen Raum passiert ist. Kleines Manko an dieser Stelle, wir haben viel Platz für die Fußgänger, wir haben aber auch mitten auf der Straße einen breiten Fahrradweg. Sicherlich Verkehrswende in Ehren, aber einen Fahrradweg auf einer Einkaufsstraße, wo rund 10.000 Leute pro Stunde frequentieren, ist das vielleicht nicht ganz ungefährlich. Da wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. An unserem dritten Standort stehen wir nun an der Schnittstelle zwischen alter und neuer Schadowstraße, von der wir gerade kommen. Eine völlig neue Situation hat sich ergeben. Vor einigen Jahren verlief hier noch der Tausendfüßler, eine Hochstraße für Autos, die mittlerweile aber abgerissen ist und völlig neue Perspektiven eröffnet hat. Wir haben hier architektonische Highlights wie den Kühlbogen 1, wir haben das Dreischeibenhaus, wir haben einen neu gestalteten Gustav-Gründgens-Platz, wir haben den K2, neue Außengastronomie, die zu verweilen einlädt, oder aber auch das grüne Dreieck bieten völlig neue Highlights in der Düsseldorfer Innenstadt. Wir sind angekommen, am vierten und letzten Standort unserer kleinen Tour über die neu gestaltete Schadowstraße. Wir sind am Westende. Im Hintergrund sehen wir die Schadow-Arkaden, bekanntes innerstädtisches Einkaufszentrum. Und direkt vor uns sehen wir den Übergang in die Altstadt oder aber auch auf die weltberühmte Königsallee. Und wer nach dem Bummel über die Schadowstraße noch Geld im Portemonnaie hat, kann da sein Glück versuchen.